Ich darf Sie im Namen der ZV im Rahmen unserer Vortragsreihe sehr herzlich begrüßen und wie immer mich auch bei den Sponsoren Alu König Stahl, Wiener Städtische, Bene als Gastgeber und der Medienpartner Architektur Aktuell bedanken. Eigentlich brauche ich ja heute gar nicht so einen Zettel, weil mir würde auch ohne wahrscheinlich viel zu viel einfallen. Daher ist es besser, man komprimiert es auf kompakte zwei Seiten. Ich versuche es kurz zu machen. Ich freue mich sehr und es ist mir eine ganz besondere Ehre, den heutigen Abend für Maria Auböck und Janos Karas einleiten zu dürfen. Einläuten zu dürfen. Maria Auböck ist ja seit Jahren unsere Präsidentin der ZV der Architekten. Man kann sie zu Recht als Doyenne der Landschaftsarchitektur, sie zieht der Schnoferl, warum? Es ist so, das Doyenne der österreichischen Landschaftsarchitektur bezeichnen. Sie gründete 1985 ihr eigenes Atelier, das sie seit 1987 mit ihrem kongenialen Partner, dem Architekten und Sozialwissenschaftler Janos Karas, führt. Die beiden haben sich weit über die Grenzen hinaus einen verdienten Namen gemacht durch zahlreiche, vielbeachtete Projekte in Deutschland, Ungarn, Italien, Frankreich und in jüngerer Zeit auch in Aserbaidschan und durch entsprechend vielfältige und zahlreiche Lehrtätigkeit. Maria Auböck war Gastprofessorin an der Rhode Island School of Design und hatte Lehraufträge an der Angewandten und am Schillerplatz sowie an der FH Kärnten. Ich glaube, beim Schillerplatz ist die Vergangenheit nicht richtig. Hast du. Und von 1999 bis 2017, also ganze 18 Jahre, war sie Professorin für Gestalten im Freiraum an der Akademie der Bildenden Künste in München. Janos Karas hat an der BOKU in Wien unterrichtet, hatte Gastprofessuren in Rom und Moskau und war als UNESCO-Berater in Europa und Afrika tätig. Gemeinsam halten sie auch seit 2014 jährlich Workshops an der Corvinus-Universität in Budapest ab. 2014 waren sie bei der Architekturbiennale in Venedig und 2015 dort bei der Kunstbiennale vertreten. In der Steiermark entstand ein Garten der Temperamente. Mit dem herrlichen Titel Paradies, Groß-T-Räume, haben sie ihr Buch über Parks, Gärten und Landschaften in Wien versehen. Von den unzähligen Projekten sind mir der Gedenkort Turnertempel, die Freiraumgestaltung beim Erste Campus und die Esterhazy-Gärten Eisenstadt in Erinnerung. Die Liste ist unendlich. Es gibt auch eine Reihe von Projekten, die wir gemeinsam realisieren konnten. Ich denke mit Vergnügen an die Zusammenarbeit beim Action Park und das war in Hirschstetten, den Wohnbau in der Türnelhofstraße und bei der Generalbebauung der SEW, des SEW-Headquarters in Bruchsal, nähe Karlsruhe. Zurzeit kämpfen wir gemeinsam für die Realisierung des Projektes Sophie 7 in Neubau. Aber schon alleine daraus kann man sich die unglaubliche Fülle an höchst engagierten Beiträgen zur Baukultur vorstellen. Landschaftsarchitektur, architekturbezogene Außenräume, Garten, Denkmalpflege, besonders auch bei historischen Gärten, sind die drei wesentlichen Aufgabenbereiche des weit gespannten Tätigkeitsfeldes von Auböck und Karas. Im November 2021
war Maria Aubök Gast im Ö1-Journal Menschenbilder. Das ist am Sonntag immer um 14 Uhr, eine tolle Sendung. Das unter dem Titel, der auch mir aus dem Herzen spricht, gelaufen ist: Fantasie müssen wir schon selber haben. Wie lautet es so schön, die Aufforderung deines Vorgängers Präsidenten Wörle an dieser Stelle? Fanget an. Vielen Dank für diese wunderbaren Worte. Wir haben seit vielen Jahren in unserer Zusammenarbeit und in unserem Zusammenleben eine Verflechtung, aber ich will die Situation schon nutzen, dass wir auch Danke sagen müssen für alle, die wir mit Zusammenarbeit kennenlernen konnten. Und wir sind auch ganz froh, dass so viele aus unserem Atelier heute auch Zeit sich genommen haben am Abend. Wo man schon zusammenarbeitet, lacht man auch und man arbeitet oft an Dingen, die in dieser Welt erst erfunden werden müssen. Das Besondere an unserer Arbeit ist aber vielleicht, dass gerade in den letzten 7, 8 Jahren alle, die aufmerksam sind, wissen, dass sich die Welt ändert. Wir sind in eigenartigen Zeiten. Und Janosch hat einen Vortrag vorbereitet, wo ich hoffe, dass er zeigt, dass der Raumfluss unser Anliegen ist und dass wir mit allen unseren Arbeiten ein architektonisches Denken, ein städtebauliches Denken mit der Landschaft verknüpfen wollen. Wir fangen jetzt an. Ja, also das ist das, mit dem wir täglich konfrontiert sind. Das Bild Mitte oben ist ungefähr das, was wir in der Mitbestimmung erleben. Und man ist natürlich immer bemüht, wir müssen immer irgendwelche Events und besonderen Ereignisse Rechnung tragen. Mein Enkel auf der rechten Seite zeigt, dass man auch in einer Lacke ganz gut spielen kann. Und jedes Jahr gibt es irgendein neues Fahrzeug, das auf der Straße auftritt, dem wir dann in irgendeiner Weise Regeln eingreifen sollen. Ja, und Parks und öffentliche Räume verwenden wir natürlich ganz anders, als das vielleicht vor 30 Jahren der Fall war oder auch vielleicht vor 20 Jahren. Das heißt, heute ist es selbstverständlich, dass man sich überall in einem Park aufhält, was auch gut ist. Man kann auch sein Rad mitnehmen. Man folgt auch nicht irgendwelchen Wegen, auch wenn es ein historischer Garten ist. Also das ist schon ein Paradigmenwechsel gegenüber diesen Orten mit dieser Geschichte. Also das sind, denke ich einmal, alltägliche Voraussetzungen, mit denen wir zu tun haben. Und natürlich haben wir auch so etwas wie einen konzeptionellen Rahmen für unsere Arbeiten. Für uns ist, und das ist, glaube ich, das Besondere, wenn man als Landschaftsarchitekt tätig ist, dass für uns Zeit ein Baumaterial ist. Und wir haben auch ein starkes soziales Anliegen bei allen unseren Projekten, wie Sie sehen werden. Freiraum ist, wie Chinas gesagt hat, ein Luxus für alle. Und das ist, glaube ich, schon ein Anliegen, das wir wirklich hartnäckig verfolgen. Das ist ein Raum, in dem man konsumfrei sich aufhalten kann und der auch so sein sollte und der möglichst wenig Vorgaben haben sollte, um diesen Anspruch zu erfüllen. Und dann ist es so, dass in jedes Projekt, wo wir tätig sind, ja, es immer irgendwelche Widersprüche, Gegensätze gibt. Und gerade aus dem, wie wir mit diesen Gegensätzen umgehen, wie wir das sozusagen kippen und wie wir glauben in einer poetischen Offenheit, das ist für uns ein ganz wichtiger Zugang. Wir sprechen natürlich sehr viel von Verdichtung, meistens wird das als bauliche Verdichtung gesehen, aber ich glaube, dass auch eine landschaftliche Verdichtung etwas enorm Wichtiges ist heute. Und wir werden dazu ein größeres Beispiel zeigen. Wir haben immer wieder typologische Experimente versucht, die oft wirklich gelungen sind. Und das ist für uns ein ganz wesentlicher Ansatz, dass wir über das Regelwerk hinaus etwas machen, was gerade noch geht oder vielleicht auch offiziell nicht mehr geht, aber trotzdem irgendwie durchgeht sozusagen. Und natürlich müssen wir Funktionen erfüllen, aber wir sehen das eher so, dass wir Partituren entwerfen,
die sich in der Zeit verändern, wo es leise, laute, lautere Bereiche gibt, unterschiedlichen Atmosphären und nicht bloß Funktionen. Ja, natürlich müssen sie Funktionen erfüllen, aber das ist eine ganz andere Art von Denken. Ja, historische Gärten, wie Martin Kohlbauer schon gesagt hat, ist natürlich für uns ein ganz wesentliches Feld, ist eine Art Wissensarche. Und wir waren auch sehr viel tätiger auf diesem Feld über Jahre, fast Jahrzehnte, muss man sagen. Der Augarten ist ein Ort, wo wir ein Entwicklungskonzept gemacht haben, das wir dann über die Jahrzehnte wirklich immer wieder verändernd realisiert hat. Und das beginnt beim Waldspielplatz und geht über die offenen Wiesen und die Ergänzung des linken Karrees. Also das ist eine Tätigkeit, die von den Bundesgärten dann durchgeführt wird, aber eigentlich aufgrund unserer Konzepte entsteht. Also das war eher ein Entwicklungskonzept. Im Belvedere, wo wir auch einen Renovierungsplan für das gesamte Belvedere gemacht haben, haben wir dann diese vier Broderien rekonstruiert. Das war 2005. Wir hatten vorher die Broderien schon renoviert auf den Zustand, den Sie im Bild von Canaletto sehen können. Es war nämlich schon zu Maria Theresias Zeiten, war diese Ausführlichkeit der Broderien war zu teuer zur Pflege. Aber Schüssel war damals Bundeskanzler und hat sich eingebildet, dass man das renovieren muss, so wie es früher war. Für uns war das ein spannender Anlass, das einmal zu versuchen. Was uns zur Verfügung stand, war ein blasses Sepia-Bild, das natürlich nicht diese Farben beinhaltete. Und das ist ganz anders wie in der Architektur, weil man hat viel weniger solide Grundlagen. Aber das ist eine Rekonstruktion, bei der natürlich zum Beispiel die ganz wichtigen Entwässerungsrinnen aus dem 19. Jahrhundert geblieben sind, wodurch das Ganze etwas schmäler wurde. Ich ergänze immer nur spontan zu sagen, dass das Spannende an der Geschichte ist, dass wir für die Zukunft lernen können und dass wir aus gewissen raumgestalterischen Ideen auch etwas für die nächsten Projekte lernen können, dass dieses Ornament in dem Moment, wo es realisiert war, den Blick auf die Stadt fokussiert hatte. Also da waren vorher Wiesen gewesen, jeder wird das noch gekannt haben vielleicht, aber durch diese Gestaltung dieser teppichartigen Formen war schon in der Barockzeit der Raum erobert worden. Sehr interessant, während hier in Amras wiederum ein Musterbücher, man hat in der ganz Europa sowas wie Vorlagen gehabt und genau diese Vorlage wurde hier jetzt als ein Zitat geführt. Ich komme nur ein bisschen näher, damit ich auch mit dir sprechen kann. Das Schöne an den Broderien im Belvedere ist, dass sich wirklich durch dieses Muster eine Art optische Täuschung ergibt und die Stadt quasi näher rückt, als sie eigentlich ist. Ja, und was wir jetzt machen auf diesem Gebiet, ist eher ein Reanimationsversuch im Palais Schwarzenberg, wo wir schon einmal für das Denkmalamt ein grundsätzliches Gutachten gemacht haben. Man muss wissen, dass das ist ja ein Teil eines großen historischen Freiraumensembles. Man sieht auf der linken Seite die Freiräume der Salesianerinnen, dann das Belvedere, wie gesagt, wo wir dieses Renovierungskonzept und die Rekonstruktion oben gemacht haben. Und das Palais Schwarzenberg ist aber im privaten Besitz und ist kein Gartendenkmal. Familie will das auch nicht, damit sie sozusagen Freiheiten in der Nutzung oder Verpachtung hat. Und sie sehen schon an diesem Bild, dass sich hier natürlich der ursprüngliche Barockgarten, der dann im 19. Jahrhundert als Landschaftsgarten überformt wurde, dass sich der schon sehr verändert hat. Und in den letzten Jahren ist das fast eine forstwirtschaftliche Nutzung gewesen. Das heißt, der junge Prinz hat einfach Dinge aufgehen lassen, hat das interessant gefunden und das hat natürlich einen ganz anderen Charakter, als das ursprünglich der Fall war. Wir haben... Zeig die Bilder. Ja, ich zeig die Bilder. Ja. Ja. Ja, wenn Sie diese Bilder sehen, dann nehme ich an, sagen Sie, was ist wirklich schön, was soll man da überhaupt noch machen, das kann doch ruhig so bleiben. Kann man natürlich so einen Standpunkt vertreten. Wir glauben aber, dass das ist ungefähr so, wie wenn Sie ein barockes Gebäude haben, das nass ist, zum Teil kaputt ist, wo immer wieder überformt wurde, wo es im Dach hineinregnet, wo das Stiegenhaus längst verändert wurde, die Fenster ausgetauscht wurden. Also
Bei einem Naturobjekt ist es natürlich anders, weil es steckt immer auch ein Stück Ideologie dahinter, dass das ja schön ist, wenn die Natur, das ist besonders heute sehr aktuell, das ist es, was man im Lateinischen als Natura Naturans bezeichnet, wenn die Natur selber gewissermaßen zu arbeiten beginnt. Sagst du noch vielleicht ein paar? Also das Spannende an der Gartengeschichte in Wien war, dass die Familie Schwarzenberg im 19. Jahrhundert Ausstellungen ermöglicht hat, dass man also mit den Pflanzen auch sich die Welt ins Haus geholt hat, dass es also abgesehen davon auch Beschreibungen gibt, dass um 1900 die große Mode amerikanische Bäume waren, Gledichien zum Beispiel. Und das Spannende ist jetzt, dass das heute im Klimawandel genau jene Bäume sind, die wir jetzt als klimafitte Bäume von der Stadt für manche Alleepflanzungen vorgeschrieben kriegen. Vielleicht gehst du gleich aufs Nächste. Irgendwie wackelt mir das. Ja, geht schon so. Ist nur runtergefallen. Ja, und hier sieht man eigentlich, was jetzt kulturell passiert ist. Also man hat Gärten geplant. Gartenarchitekturen sind ein Bestand des Kulturgutes. Seit dem Mittelalter haben wir natürlich jetzt auch verschiedene Formen. Und zur Zeit von Prinz Eugen, wenn man das so sagen darf, war die Familie Schwarzenberg ganz wichtig, am Hof auch als Wirtschaftsfaktor. Und man hat also eine Dampfmaschine betrieben, um die Wasserfontänen pumpen zu können. Und man hat hier also Alleen gehabt, die also hier zum Wandeln, zum Spazieren, zum Treffen gedacht waren. Und dieses Wasserkonzept war eben ausgeklügelt. Man nimmt an, dass hier oben sowas wie Fischkalter waren, also große Wasserflächen, die aber eigentlich auch dazu gedient haben, um die Fontänen zu bespielen. Und dann hier 1910, das, was ich mit den amerikanischen Neuankömmlingen erzählt habe, Pflanzungen, die durchaus einen parkartigen Charakter darstellen, wenn es auch schmale Gründe sind. Und was ist jetzt hier in 100 Jahren passiert? Und ich glaube, das spricht für sich. Jeder, der sich halt für Pläne interessiert, dass gewisse Grundstrukturen durchaus da sind und die wollen wir stärken, erhalten, aber wir wissen, es braucht Zeit und es braucht Engagement. Also die Texte, die man dann liest, das ist eben einer der ganz wenigen terrassierten Gärten aus dem Barock, wo heute die Terrassen voll original vorhanden sind. Dann haben wir die Sichtachsen, über die wir gerade mit dem Wasser ja auch ein wenig gesprochen haben. Wir haben aber auch kleine geheime Seitengärten, die ehemals von der Funktion auch Nutzgärten waren. Und dann eben diese Wasserelemente, die übergeblieben sind, viel weniger als es im Barock gab. Und eben diesen Baumbestand, der eben aus dem 19. Jahrhundert da ist. Und das formt sich dann zusammen zu einer Raumtiefe. Und diese Blicke, und das wollen wir, wenn es geht, mit unserem Konzept weiterbringen. Und das wird sicherlich erst in den nächsten Jahren Gestalt annehmen können, weil im Moment sind also die Renovierungsarbeiten in vollem Gang, was die Gebäude betrifft. Aber die Idee wäre eben, dass wir hier also einfahren können. Wir haben ja heute hier eine Tiefgarage und von diesem Vorplatz und dann von diesem Hauptgarten im Moment in der Hauptsache sprechen, weil das ist in der Zeit die zu bearbeitende Aufgabe. Also es gibt jetzt den dritten Hotelinvestor und das ist eine Stiftung aus Deutschland und es gibt einen Betreiber, einen amerikanischen Betreiber und das schaut vergleichsweise seriös aus, die Entwicklung. Es gibt hier ein sogenanntes Glashaus im Park oder mittlerweile heißt es nur Haus im Park, was am Belvedere steht, ein Ergebnis eines Wettbewerbes, das Ciappella vor fast schon 20 Jahren gewonnen hat und das jetzt in einer etwas adaptierten Weise kommen wird. Aber es ist ganz wichtig, erst wenn dieses Gebäude gebaut wird, rechnet sich sozusagen die Renovierung des Gartens. Ja? Das heißt, das Hotel, das im Hauptgebäude und in den Seitenflügeln zum Ehrenhof hin situiert ist nicht genügend, jetzt rein ökonomisch, sondern es bedarf dieses zusätzlichen Gebäudes. Und wir machen momentan für den Ehrenhof und diese Einfahrt aus der Prinz-Eugen-Straße, die ja, wie Sie alle wissen, sehr unglücklich durch diese Tiefgarageneinfahrt schon beschädigt ist, machen wir sowas wie einen Vorentwurf, vielleicht noch einen Entwurf für den Garten selbst, werden wir das bis zur Detailplanung durchführen. Und jetzt wundern Sie sich nicht über diese erbsengrünen Kugeln. Das sind die Ersatzpflanzungen, die also programmatisch... Das sind über 90 Ersatzpflanzungen dadurch entstanden, dass man die wie Bäume umgefallen sind, dass man das nie ersetzt hat oder dann ewig gewartet hat. Und
auch die angeflogenen Bäume, die ich erwähnt habe, dass der junge Prinz die einfach hat stehen lassen, die, wenn man sie wegnimmt heute, wenn die falsch stehen, erfordern sie genauso Ersatzpflanzungen. Das ist ein Riesenproblem. Also in der Zeile unten sieht man jetzt den Blick in der Biedermeierzeit zurück. Auch schon damals war das für öffentlich besuchbar, für die Öffentlichkeit dann die Vorfahrt und eben jetzt die Renovierung vom Grottenteich, die gerade jetzt noch in Arbeit ist. Ja. Aber eigentlich wollen wir über den unteren Garten sprechen, der als ein Schattenraum hier mit großen Efeubeeten gestaltet werden sollen. Die Ergänzungsbäume, die hier so grün herüber über den Plan fliegen, die sollen eigentlich wieder die räumlichen Strukturen stärken, wieder die Durchblicke unterstützen. Und wir hoffen halt, dass wir durch diese leichten, gelb gefärbten, blütenreichen Anlagen noch Farbakzente einbringen können. Also das gehört, ist der Freiraum der Schweizer Botschaft, sagst du das vielleicht? Und auf der anderen Seite gibt es einen Freibereich, der der Familie Schwarzenberg gehört. Also es kann hier auch keine Renovierung im klassischen Sinne passieren, sondern dadurch, dass wir so viele zusätzliche Bäume unterbringen müssen, entsteht in dieser etwas dunkler grün gefärbten Fläche etwas, das dem englischen Landschaftsgarten entsprechend hier ein anderes Ambiente schafft, aber natürlich in gewisser Weise ganz neu ist. Ja, wir hoffen, es wird bald weitergehen. Aber jetzt ein paar Beispiele aus unserer Arbeit, die in den letzten Jahren im öffentlichen Raum solches gibt. Also wir haben immer wieder auch im sogenannten Weltkulturerbe neue Projekte gemacht, neue Entwürfe gemacht, wie das der Furtwängler Garten neben der Kollegienkirche in Salzburg oder der Vorplatz von Schönbrunn. Es sind eigentlich beides Neugestaltungen im historischen Kontext, das es in dieser Form nicht gegeben hat, oder auch den Zugang bei der Orangerie. Und in jüngster Zeit, das ist 2022 fertig geworden, ein Projekt, wo wir mit Rippel, Kaufmann, Bammer Architekten den Wettbewerb gewonnen haben, ist für die Akademie der Wissenschaften im Jesuitenkloster, also am Ignaz-Seipel-Platz. Und unser Team hat für den Freiraum selbst auch ein Projekt vorgeschlagen, das, glaube ich, die anderen in dieser Form nicht hatten. Das ist eigentlich eine Stätten gewesen, die kein Mensch gekannt hat, völlig ungenutzt und das ein enormes Potenzial ist, weil in der Innenstadt in so einer Lage gibt es keinen zweiten Ort. Vielleicht zur Orientierung, also Ich würde schon sagen, jeder kennt die Akademie der Wissenschaften als diesen Kopfbau, aber eigentlich ist die große wissenschaftliche Büroräumlichkeit dieses ehemalige Jesuitenkloster und Janosch hat jetzt gerade von dem Innenhof gesprochen, wo der Blick auf die Jesuitenkirche jetzt herausgearbeitet sehr prachtvoll ist. Sie sehen hier auf der rechten Seite noch einmal die, wie das im städtischen Kontext ist. Kirche, Akademie. Und dieser Durchgang ist jetzt öffentlich und dieser Hof ist jetzt also benutzbar. Wir hatten beim Wettbewerb einem sozusagen dem Klostergarten angelehnten, ruhigen, eher kontemplativen Garten vorgesehen, in dem eine langgestreckte Wasserfläche war und zwei, drei Sitznischen. Die Überlegung war, man konnte hier einen öffentlich zugänglichen Freiraum gestalten, der bis jetzt, wie gesagt, gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich war. Es hat sich dann herausgestellt im Zuge der Planungen, es wurde noch so eingereicht, wie der obere Plan zeigt, dass eigentlich die Akademie, besonders vertreten durch Präsidenten Zeilinger, kein großes Interesse hatte, dass hier sowas wie ein ruhiger, allzu öffentlicher Freiraum entsteht. Man kann das natürlich nicht verhindern, aber man wollte einen Raum haben, der so reduziert wie möglich ist. Ja, also zuerst kam einmal verschwand die Wasserfläche, dann gab es die einzelnen Sitznischen nicht mehr. Wir hatten eine
längere Pergola vorgesehen, weil die Jesuiten noch den hinteren Bereich, zeigst du vielleicht? Den Wir Bereich. Haben original Zeilinger Rotstiftpläne. Aber um es abzukürzen, es ging darum, wenn eine Veranstaltung ist, sollten doch möglicherweise auch 200 Leute auf der Wiesn stehen können. Ja gut, das war auf jeden Fall und auch bei uns. Und wir wollten doch eine Campus-Stimmung haben. Also man soll hier diagonal laufen können. Nein, was sehr, sehr interessant war, ich hatte ja vorher gesagt, dass eigentlich niemand mehr einen Weg geht, wo man einmal um die Ecke gehen muss. Also eines seiner Hauptargumente war, wenn er da kommt in der Früh, dann wird er nicht so gehen, ja? oder so gehen, sondern das ist ihm gerade noch irgendwie zumutbar. Also das war schon interessant, das auch vom Präsidenten der Akademie zu hören. Jedenfalls haben wir dieses Projekt dann überarbeitet, geändert. Es ist jetzt eine ruhige Rasenfläche, wenn man so will. Es gibt eine alte Kastanie und zu der kommen noch zwei kleinere Sophoras, also Schnurbäume. Aber diejenigen, die im ersten Bezirk unterwegs sind, werden merken, dass wir auch hier diesen schönen Straßenraum etwas qualifizieren konnten. Die Eiben sind geputzt worden, eine Sitzbank wurde ergänzt und dieser Durchgang wurde erhalten. Also ich enge Zusammenarbeit. Ich würde das ja so sehen, wir hatten die Chance, dieses Stück von der Bäckerstraße zu gestalten. Es gab auch Verhandlungen mit dem Bezirk. Das wurde dann immer, die haben irgendwie kalte Füße bekommen, vielleicht doch nicht, die 21er wollte das, 28er wollte das nicht. Und das blieb am Schluss das über, was sozusagen im privaten Besitz der Akademie ist. Dieser Raum ist aber natürlich anders, ähnlich wie am ersten Campus, sozusagen folgt einem ganz anderen Vokabular, als das üblicherweise der Fall ist. Jetzt zeigt die Bilder her. Ja, ja, kommen schon. Ja. Also, es gibt also drei solche Pflanzinseln, das habe ich vorher vergessen zu sagen noch. Und es gibt diesen langgestreckten Raum und diese lange Sitzkante, die markiert quasi die Grenze zu den Jesuiten und es ist irgendwie klar, dass dort ein anderer Raum beginnt. Es ist ein sehr stiller, sehr langsamer, unglaublich ruhiger Ort. Wir haben in unserem Atelier mit Theresa Wolf an diesem Projekt gearbeitet und sind auch wirklich froh, dass sie mit Rippel Architekten das so wunderbar zum Schluss gebracht hat. Das sind große Terrazzo-Formen. Wir haben die alte Kastanie erhalten können und wie gesagt, es gibt jetzt eine Wiese, auf die man setzen kann. Aber der Entwurf ist irgendwie die Reduktion von der Reduktion, aber es ist eigentlich immer noch so, dass wir uns damit identifizieren können. Der Wettbewerbsgewinn war von Rippel Bammer Kaufmann, dass sie im Erdgeschoss die alten Arkaden gefunden, geöffnet haben und jeder, der jetzt hingeht, wird sehen, da sind noch die Steinmetzzeichen aus der Renaissance drauf. Also wirklich ein Fundstück auch von der Archäologie her spannend. Das ist jetzt dieser Teil vom öffentlichen Straßenraum. Diese Eiben, die eigentlich bis zum Boden gewachsen sind, die haben wir quasi wie Bäume aufgeastet und der Raum hat sich irgendwie auch in seiner Charakteristik und Atmosphäre völlig geändert. Ja, einmal der Blick nochmal von den Arkaden hinaus. Jetzt will ich nicht zu viel über die einzelnen Pflanzenarten sprechen. Es blüht schon langsam, die Schneerosen sind da. Also schauen Sie sich's einmal an. Ich sagte ja, Zeit ist ein Baumeister oder ein Baumaterial und Pflege ist Gestaltung, das ist ganz wichtig. Ja? Wenn wir aufgehört haben, beginnt die Pflege und wie diese Pflege erfolgt, wie weit wir darauf Einfluss nehmen können, ist ein ganz wesentlicher Teil der Gestaltung. Das heißt, das läuft weiter, läuft mit. Das sind zwei Bilder aus der autofreien Mustersiedlung, die 2001 fertig geworden ist. Oben ist noch der Plan, der sozusagen exakt so geplant war, wie das am Computer gezeichnet ist. Und Sie sehen dann 15 Jahre später, sich das total verändert. Wir hatten hier, es gab Mischek und Gewog waren die Bauträger. Und hier überhaupt einen Teich zu bauen im geförderten Wohnbau ist schon ein riskantes Unterfangen. Und mir sind auch nicht sehr viele andere Beispiele bekannt, wo das gelungen ist. Und sie waren eigentlich sehr tolerant bis zur letzten Minute. Und dann hatten sie irgendwie Angst wegen der Haftungsfrage. Und der Bauleiter hat dann den nächstbesten Maschenzaun genommen, der vorhanden war. Der war 1,70 Meter hoch und hat ihn in letzter Moment eingezäunt. Und es hat 12 Jahre gebraucht, bis die Mieter diesen Zaun gegen einen Stabgitterzaun von 1 Meter Höhe tauschen konnten.
Aber der Teich ist da und der wird auch genutzt. Das Besondere ist hierfür im geförderten Wohnbau, die Architekten sind Cornelia Schindler und Rudi Sedenig, dass wir hier in einer wunderbaren Art auch der Zusammenarbeit etwas schaffen konnten, wo die Bewohner auf sich gestellt eine Spielplatzgruppe, eine Grünflächenpflegegruppe gegründet hatten, von Anfang an auch dabei im Planungsprozess waren. Und dass so etwas jetzt wie diese große Trauerweide da ist und der Teich, das ist natürlich auch das, was wir eben meinen, der unglaubliche Gehalt eines Zeitraums, einer Zeitspanne wird. Ein übliches Wohnbauprojekt, wo ein Bauträger die Pflege organisiert und bezahlt, kann es so eine Pflege eigentlich nicht geben. Das heißt, hier wurde die Pflege zwar von den Bauträgern bezahlt, aber organisiert und nach den Anleitungen und den Vorstellungen der Bewohner. Also insofern ist das wirklich ein Sonderfall und diese fast schon brasilianisch anmutenden Zustände konnten wir auch bei anderen Projekten eigentlich nicht mehr realisieren. Ja, aber warten wir ab. Also ich würde sagen, jetzt schauen wir mal. Jetzt geht's weiter. Also viele unserer Projekte sind sozusagen gegen den Strich gebürstet. Auf Italienisch gibt es das schöne Wort Controcorrente, der das vielleicht besser sagt, also gegen das Übliche. Das ist ein Projekt an der Kagraner Spange mit Rüdiger Leiner, eine relativ Siedlung mit relativ niedrigen Bauwerken, also E+2 und 3. Und hier haben wir versucht, also was uns immer wieder interessiert, ist dieser Umgang mit der Natur. Welchem Konzept folgt man da? Also hier ist eher das versucht, etwas zu planen, das quasi zufällig ist. Und aus dem entstand diese Situation, die natürlich dann über die Jahre immer wuchernder wird. Das ist ein Tränasphalt, der hier verlegt wurde. Das ist ein extrem billiges Projekt auch, jetzt rein finanziell. Sie sehen diese jeweiligen Auslagen und vor jeder Wohnung gibt es so eine Vitrine, wo man sich selbst noch einmal nach außen darstellen kann. Und das ist auch eigentlich der wichtigste Spielplatz. Es gibt zwar eine Alibi-Schaukel irgendwo außerhalb, aber das ist auch der Spielplatz für die Kinder. Das haben wir wirklich gelernt, dass die kleinen Wegenetze labyrinthisch gesehen viel mehr Aufregung und Abenteuer bieten als durchkonstruierte Spielplätze. Es gibt keine Sandkiste zum Beispiel in dem Sinn. Ja. Ja, das ist ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt. Das ist Il Flottant, das ist wirklich so fluide Sphären. Das ist ein Projekt, das wir mit Artec und realisieren konnten. Dietrich Untertrifaller. Untertrifaller. Das ist der Bauteil, den wir im Wettbewerb gewonnen haben. Und zuzüglich konnten wir auch Entscheidung bekommen, diese öffentliche Verknüpfung mit allen anderen Bauplätzen. Also es gab noch einen Wettbewerb unter den beteiligten Landschaftsarchitekten für diese § 53 Fläche, die wir dann für uns entscheiden konnten. Und das Interessante ist, dass dieser mittlere Teil, den die Maria gerade gezeigt hat, dass der in der gleichen Qualität entstehen konnte wie die große gemeinsame Fläche, die natürlich, glaube ich, 7 Bauträger zusammen finanziert haben. Das heißt, hier, das ging überhaupt nur, weil die Heimbau und Altmannsdorf, Hetzendorf einfach mehr Geld in die Hand genommen haben. Das muss man einfach sehen. Und was mir jetzt gerade bei diesem Projekt wirklich wichtig ist, wir haben diese Thematik der Wege schon angesprochen, auch diese öffentlichen Sphären zwischen privat, halböffentlich, öffentlich, das eigentlich eine Art soziologische Falle ist. Das verändert sich ja auch ununterbrochen. Das haben wir hier versucht, auch in der Art, wie hier Wege überhaupt auftauchen. Das sind eigentlich wie schwimmende Schollen, deshalb auch dieser Titel Il Flottant. Schneenockerl. Schneenockerl, ja. Heißt das bei uns. Also ist natürlich auch ein Dessert in Frankreich. Und in Ungarn sehr beliebt. Ein Aspekt, der noch ganz wichtig ist, wir konnten, weil das eben so viele Bauträger gemeinsam finanziert haben, konnten wir einen wirklich großen Spielplatz bauen. Das heißt, es ist wie eine Spielskulptur, dieses rote Element, das Sie unten sehen. Und hier sehen Sie, was ich meine mit diesem Il Flottant. Das ist wirklich dort, wo sich das öffnet, gibt es zum Beispiel dann Räume, die gemeinschaftlich genutzt werden. Das heißt, man bewegt sich auch anders, denke ich, in diesen Freiräumen. Das Spannende war, aber Artec werden ja am Schluss von unserem Vortragsreihe auch noch sprechen, dass sie
den Supermarkt unter das Gebäude gesteckt haben, sodass wir eine Hügellandschaft bekommen haben. Und dass jetzt durchaus an guten Wochenenden die Möbel haben ihren Grund, die Familien hier dies wie ein Wohnzimmer benutzen können. Es hat am Schluss keinen Supermarkt gegeben, weil der ist abgesprungen. Aber die Topografie ist zum Teil dem geschuldet. Jetzt, wie das ausschaut später, ja, das ist noch einmal, wie diese Topografie sich hier hinaufbewegt. Ja, also was an dem sehr schön ist, dass sehr viele Bewohner aus der Umgebung hinkommen, weil, wie sie immer wieder gesagt haben, weil sie das wie einen Park empfinden. Was immer das heißt, aber es entsteht atmosphärisch eine sehr andere Situation, wie das häufig bei geförderten Wohnbauten oder sozialen Wohnbauten der Fall ist. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für alle, die im Wohnbau arbeiten. Karin Standler hat im Auftrag von der Stadt eine Studie Vergleich der Kosten gemacht für die Außenräume. Und da sind wir nicht die billigsten. Und das hat eben damit zu tun, weil wir dafür gekämpft haben, dass wir gute Platten machen, dass wir genug Pflanzenmaterial haben, dass die Möbel gut sind. Und da muss man halt dann auch abwägen, ist das jetzt ein gutes Image, dass wir teuer sind, oder hat es nicht für die Bewohner nachher viel mehr Wert, wenn die Anlagen auch wirklich in guter Qualität da sind. Ein paar Worte noch zu dieser Wasserfläche. Das war sehr schwierig mit den Bauträgern zu realisieren, und die endgültige Eröffnung ist 1,5 Jahre nach Eröffnung des Projektes passiert. Es ist 15 cm tief, und das war bis zuletzt auch eine riskante Haftungsfrage, wie man sich damit beschäftigt. Das muss man sich wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Also okay, aber wir haben den Wohnbaupreis der Stadt Wien mit Artig und Untertreffer. Was jetzt interessant ist, ist, glaube ich, dieser Aspekt. So. Okay. Sie sehen das ja nochmal, das sind zum Teil auch Fotos aus dem Internet, was ich immer sehr schön finde, weil da sieht man einfach, wie das wirklich genutzt ist. Nicht, wenn der Architekturfotograf kommt, sondern wie das sozusagen im Alltag auftaucht. Die Idee war auch, also neben dieser Art, wie diese Inseln schwimmen, zu sagen, man hat so viele offene Rasenflächen wie möglich, in denen dann so stempelartig dichtere Grünflächen liegen. Ja, ein Projekt, an dem wir momentan arbeiten, auch wenn es gerade steht, ist an der Schanze mit Fröttcher Lichtenwagner und Köb Pollack. Da war die Idee, dass man hier eine Stadtwildnis baut, die sich dann quasi hineinzieht in die Wohnanlage. Das hat zunächst bei der Jury großen Anklang gefunden. Und dann waren die Bauträger aber etwas nervös, wie wild ist diese Wildnis eigentlich. Ja? Das heißt, hier ist immer wieder diese Gratwanderung, auch die Wildnis muss oder sollte in ihrem Sinne gepflegt werden. Und wo liegen da die Schwellen? Also das ist keine leichte Sache. Das steht gerade, weil hier, glaube ich, eine Kröte oder sowas aufgetaucht ist und man dafür Ersatzflächen finden muss. Und natürlich sind jetzt die Preise auch sehr hoch. Also seit 3 Jahren steht dieses Projekt. Aber auch hier, was uns wichtig ist, vom Ansatz, wie wir mit Natur umgehen, welches Naturbild wir eigentlich, welchen Naturkörper wir vorhaben, ist wieder ein spezifischer Ansatz. Ein Projekt, das wir 2021 mit Rüdiger Leiner gewonnen haben, ein städtebauliches Projekt. Und das, wo wir jetzt beginnen, daran zu arbeiten, und es schaut so aus, dass wir zumindest für den Freiraum hier den gesamten Auftrag haben können. Es ist im südlichen Teil, das ist die Wiltsche Klackfabrik gewesen, wo ein Landschaftsgarten aus der vorigen Jahrhundertwende ist. Und die Idee war, dass man diesen Landschaftsgarten, dieses Bild quasi hineinführt in die Wohnhausanlage. Also wir sind da im Industriegebiet von Liesing und umgeben von neuen Wohnbauten im Gemenge mit den ehemaligen Industriehallen. Und das ist wirklich ein Juwel, dass hier der Fabrikantengarten erhalten geblieben ist. Das liegt ist, mit an der einem S-Bahn, ganz tollen also im Baumbestand. Norden ist die S-Bahn, und es wird eine neue Station in der westlichen Ecke geben. Worum es mir geht, jetzt in diesem Fall zu zeigen, mit welchem Ansatz, wie wir hier mit der Landschaft umgehen. Ja, Dächer sind natürlich ein enormer Mehrwert. Es sind ein Mehrwert sozial, es ist ökologisch ein Mehrwert, und es ist auch städtebaulich ein Mehrwert.
Wir haben, nachdem wir eine Ausstellung in München gehabt haben, von der Stadt gebeten worden, eine Studie über Dächer im internationalen Vergleich, die gemeinschaftlich genutzt werden, zu machen. Das hat dann dazu geführt, dass man jetzt in München bei neuen Wettbewerben im dichter bebauten Gebiet, nachdem auch dort viel zu wenig Freiflächen zur Verfügung stehen, dass man dichter bauen kann, explizit, steht das in den Ausschreibungen, wenn man gemeinschaftlich nutzbare Freiflächen auf den Dächern situiert. Was Sie hier sehen, ist links oben mit ATEC im Wohnheim, im Altenheim in Innsbruck. Und links unten ist auch ein Seniorenheim mit Helmut Wimmer, wo durch diesen feinen Filter, der entlang dem Geländer ist, ein sehr schöner Aspekt ist. Es ist wie ein Schleier, wenn Sie in den Zimmern sind, ergibt sich da ein ganz besonders schönes Bild. Und auf der rechten Seite, das ist mit Klaus Kader, ein Spital in Hartberg, wo wir das erste Mal für ein Spital, für uns jedenfalls, das ist 80 Meter lang, so einen Patientengarten realisieren konnten. Und die Qualität, mit dem Lift, mit dem Rollstuhl ins Freie zu kommen. Und dasselbe dann eben auch im Bürobau, beim Erste Campus mit Henke Schreig Architekten, aber auch im Wohnbau. Und hier rechts eben mit Martin Kohlbauer im Bruchsal ein Thymian-Salbeigarten am Dach vom Ausbildungszentrum dieses Industrieunternehmens. Ich wollte noch zum linken Bild oben sagen, auf das sind wir eigentlich besonders stolz. Das haben wir mit Scheifinger gemacht und das sind Schrebergärten am Dach. Und die Idee von der Sozialbau war, dass man natürlich dort so eine Art Werkzeugkiste oder einen Werkzeugraum geben. Wir haben den so dimensioniert, dass man dort auch schlafen kann. Ja? Das ist aber nicht wirklich aufgefallen. Und erst als das Ding gestanden ist, da geht es ja oft um wenige Zentimeter, das ist sensationell, weil die leben wirklich am Dach und das ist nie wieder noch einmal so gebaut worden, weil das wollte man sich eigentlich nicht antun. Und ich glaube, dass das ist das, was ich meine, dass man über diese Regeln einfach drüber gehen kann oder es jedenfalls versuchen sollte. Da rechts oben ist in Wien zumindest das erste Mal so ein Urban Gardening auf dem Dach gemacht worden, das ist in der autofreien Siedlung. Die natürlich, die hieß damals autofreie Mustersiedlung, die nächsten Projekte dieser Art heißen schon Car-Free Housing. Das ist ein Projekt, das uns besonders am Herzen liegt, das haben wir mit ATEC, ich habe das schon kurz erwähnt, diese Dachgarten, Dachlandschaft haben wir gezeigt. Also das ist das olympische Dorf, die Gebäude, die Sie dort sehen, sind Teil des olympischen Dorfes und das war möglich hier. Es gab einen Wettbewerb für ein Wohnheim, also ein Altenheim, das unverhältnismäßig stark an den Inn rücken konnte. Das war Teil des Wettbewerbes und das haben wir mit ATEC gewonnen und da war ziemliche Unruhe in bestimmten Kreisen in Innsbruck, wenn man befürchtet hat, dass das irgendwie negative Folgen hat oder ähnliche Folgen haben kann. Und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich die Chance, um zu zeigen, dass man aus dem auch für die Bevölkerung insgesamt etwas herausholen kann. Was notwendig war, rein technisch, ist, dass die Hochwasserlinie, die bei diesem Weg gelegen war, dadurch, dass dieses Gebäude weiter vorgerückt ist, ist der Retentionsraum, den musste man vergrößern. Entschuldige nochmal. Ja, ja. Das ist ganz wichtig. Der ist jetzt so groß, der Retentionsraum, und hier ist er sozusagen nur in diesem Bereich. Und das aber war, glaube ich, eine Chance, dass man hier wirklich eine Landschaft bereitstellt, die man auch sinnvoll nutzen kann. Am Anfang hieß es, wir können einige Bäume vielleicht entlang dem Innufer herausnehmen. Und wir haben da mit einem sehr großzügigen Leiter der Grünplanung in Innsbruck zusammengearbeitet. Und es ist gelungen, auch mit den Landesbehörden, dass man da viel weiter aufmachen konnte. Und wir haben auch diese minimalen Veränderungen, die Sie da im Innenufer sehen, das ist das Ergebnis mühsamster Verhandlungen, bringt aber enorm viel. Also es gibt einen Erwachsenen-Sportplatz, auf den ich schon hingedeutet habe, und einen sehr großen Jugend- und Kinderspielplatz. Da sehen Sie das, was ich beim Innenufer angesprochen habe. Das schaut aus, als wäre es nichts. Ja? In Wirklichkeit ist das sehr viel, wenn Sie da stellenweise um 3 Meter hineinrücken können.
Das Zweite ist, was die Maria angesprochen hat. Sie wollten einen kleinen Sandspielplatz für Kinder machen in großer Entfernung vom Altenheim. Und mit diesem interessanten Leiter der Grünplanung konnten wir ihn überzeugen, dass man einen großen Kinderspielplatz macht und ganz nah heranrückt an das Altenheim. Ich glaube, dass das genau das ist, was die Alten brauchen. Ja? Sie wollen nicht abgeschirmt werden, sondern wollen gern mit denen auch durchaus die hören und sehen. Und zunächst einmal sehen Sie hier, was ich zeige vielleicht noch beim Plan, zeigst du nochmal, wo dieser Kinderspielplatz ist? Ja, natürlich. Das Tolle ist, man kann den Kindern zuschauen von den oberen Stockwerken. Es gibt eine Kommunikation, weil hier kann man Kaffee und Kuchen haben. Also die laufen da durch, die Fahrradfahrer fahren vorbei. Es ist eine Integration in diesen Freizeitraum in Ufer. Also da sehen Sie, wie wir sozusagen dieses Gelände zum Inn hin anders gestaltet haben. Es sind immer wieder solche Holzdecks, es ziehen sich so moränenartig so Schotterzungen hinauf. Und es ergibt auch wirkliche Öffnungen, wo man zum Fluss hingehen kann. Also es ist wirklich ein Mehrwert, der hier entstanden ist und der enorm angenommen wird und das genau das Gegenteil von dem ist, was man befürchtet hat. Das ist der Innenbereich in diesem Wohnheim. Und wir haben diese Idee der Steinzüge entwickelt, mit dem wir nicht nur den Raum gliedern, sondern immer dort, wo vielleicht irgendeine defensive Gestaltung ist. Wie zum Beispiel, es war gewünscht, dass man dieses Café zum Platz hin mit irgendwelchen Hecken abpflanzt. Das wollten wir bewusst nicht. Aber es zieht sich so halb hinein, so ein Steinzug. Und das hat am Ende eigentlich völlig genügt. Das ist dann mit der Zeit natürlich dichter geworden in der Bepflanzung. Hier ist also diese Säulen, dass da die Landschaft durchgeht, das sind 5,5 Meter, das ist natürlich schon enorm. Das erlebt man dann auch wirklich als solches. Sie sehen nochmal den Spielplatz in unmittelbarer Nähe des Altenheims. Ja. Es erfordert natürlich auch einen Bauherrn, die haben ganz bewusst investiert. Also Innsbruck hat viel Geld auch hineingesteckt in diesen Kinderspielplatz, auch in die Veränderung des Innufers, auch diesen Hang, das hat alles eigentlich die Stadt bezahlt. Ja, und sie waren so angetan davon, dass wir hier sozusagen dieses soziale Nebeneinander organisiert haben, dass sie uns gebeten haben, in einer für sie kritischen Situation, wie sie es dargestellt haben, das ist in Kranebitten, die sogenannte Saurowiese. Das ist noch einmal weiter als der Flughafen, wo von Reiter Architekten eine Wohnbebauung im Wald und ein Kindergarten, wo die Maria gerade hingezeigt hat, als Ergebnis eines Wettbewerbes gebaut wurde und wo man diese sehr starke Nutzung durch türkische Migranten als Problem gesehen hat, dass sich da zwei Milieus miteinander nicht vertragen würden. Und es gab Bürgerinitiativen, die einen wollten das, die anderen wollten das unbedingt nicht. Und man hat uns gebeten, dass wir dazu eine Planung entwickeln sollen. Das ist jetzt im Hang gebaut und das ist natürlich für einen Spielplatz eine tolle Sache, wenn man die Grund ist, das machen, war vorher ein durchgehender Terrassen Hang. Machen, ganz viel. Und wir haben das jetzt, die Idee war, dass wir das terrassieren und diese Terrassen dann noch einmal sozusagen mit Nischen versehen. Sie sehen hier im oberen Bild die rote Linie, in diesen Schnitten ist jeweils war der Bestand und wir haben sozusagen das, was wir weggenommen haben, haben wir auf der anderen Seite wieder aufgeschüttet. Ja, und es gibt einen sehr großen, das habe ich vorher vielleicht vergessen zu zeigen, es gibt einen sehr großen Ballspielplatz, den man sehr unterschiedlich nutzen kann. Und durch diese Terrassierung ist es jetzt eigentlich gelungen, dass das vollkommen konfliktfrei ist. Sie sehen im linken Bild oben, wir haben Grillplätze geschaffen, die... Und man hat durchaus investiert in das. Das war mir ganz wichtig, dass man nicht dort sozusagen jetzt gar kein Geld ausgibt, sondern
die Population, die man als Problem gesehen hat, ja, die sollten eher belohnt werden. Also das war die Strategie. Auch ganz wichtig zu wissen, dass in vielen europäischen Städten die großen Picknicke von vielen migrantischen Familien ja eine große familiäres Get-Together ist. Also die brauchen auch den Platz für 10, 15 Leute. Und das geht sich aber jetzt hier mit den Niveaus gut aus, dass man da einerseits den Sport hat, dann für die Kinder die Spielplätze. Und wie gesagt, der Grillplatz ist noch einmal auf einer eigenen Ebene nahe dran. Natürlich ist das nicht alles durch Landschaftsarchitektur erzeugt, das ist schon klar. Aber es geht darum, dass man einfach einen Rahmen schafft, in dem so etwas problemlos passieren kann. Und das setzt natürlich einen Bauherrn voraus, der auf so etwas auch eingeht. Jetzt kommt was ganz anderes. Ja, wir haben Hamburg. 2018 oder ja, 2018 einen Wettbewerb gewonnen in Hamburg-Ohlsdorf, das ist der, sozusagen der Zentralfriedhof von Hamburg. Also da ist die Alster, die Innenalster, und man muss sich vorstellen, das ist einer der größten landschaftlich geprägten Friedhöfe Europas. Der ist zur Jugendzielzeit mit geschwungenen Wegen. Man muss mit dem Bus 4 Stationen durchfahren, so groß ist es, ja. Und in der Nähe sind soziale Wohnbauten, es sind Flüchtlingsheime, es sind eine sehr heterogene Stadtlandschaft am Rande von Hamburg. Das ist nur ein Ausschnitt. Dieser Ausschnitt, den Sie hier sehen, ist dieser Teil hier oben. Die Aufgabenstellung war oder der Hintergrund ist, dass natürlich auch dort die Grabbestattungen zurückgehen, es sind immer mehr Urnengräber und der Druck auf die Freiflächen wird auch in Hamburg immer größer. Und Sie befürchten, dass das dann von der Stadt letztlich für Wohnnutzungen abgegeben würde. Und deshalb dieser Wettbewerb, wo eben ein holländisches Team und wir mal so an Pilotprojekten zeigen sollten, wie so ein allmählicher Übergang, wie so eine Metamorphose stattfinden kann. Wirklich ist es jetzt schon wie eine Parklandschaft. Aber diesen Übergang zu inszenieren, ist natürlich eine interessante Aufgabe. Hier sehen Sie nochmal, wie das dort aussieht, also jedenfalls in unserem Teil. Du musst erzählen, dass wir das mit der Laura gemacht haben. Ja. Also das war unser Wettbewerbsbeitrag. Wie das ja alle jetzt auch kennen, sind das Meter vom Papier. Aber wir haben in dieser komplexen Situation auch Zeit gebraucht zu ergründen, wie könnten wir hier Layers entwickeln, welche Interventionen könnten wir schaffen. Und deswegen hier links, wir haben also angeboten, verschiedene Ebenen könnten sein verwilderte Areale. Ja, ganz kurz, das ist nämlich ganz wesentlich. Wieder, wie geht man mit der Natur um? Also es gibt sozusagen gepflegte Bereiche, wir haben das jetzt gediegen genannt, ist das, was man sich in einem Friedhof üblicherweise erwartet oder in einem noch voll funktionsfähigen Friedhof. Dann haben wir Bereiche, die haben wir als verwunschen bezeichnet, wo eine Pflege zurückgenommen wird und dann gibt es Bereiche, wo wir sozusagen eine Verwilderung vorsehen. Und so ändert sich diese Landschaft allmählich und das ist mit verschiedenen Interventionen über die Zeit ist das aufgezeigt worden. Und dann hat es ganz wenige erste Akzente gegeben, die eben noch vor der Pandemie dann oder Anfang der Pandemie realisiert werden konnten. Also das ist zum Beispiel eine Situation, wo mehrere Gräber aufgelassen sind, aber ein Grab ist noch da. Dann wird das gewissermaßen pflanzlich gestaltet. Dann in den Alleen gibt es durch Rankerpflanzen auf den Bäumen eine Akzentuierung. Da ist eine Allee dann anders wie die anderen und so scheidet sich. Und dann haben wir haben das Leseturm genannt, entworfen, wo es darum geht, dass das, was Sie kennen, jetzt aus einem anderen Blickwinkel sehen. Das heißt, Sie gehen dorthin, setzen sich oben hin, sind allein oder mit jemand anderem, lesen oder lesen nicht. Aber das ist sehr interessant, dass das ungemein angenommen wurde und Sie das auch in anderen Stellen jetzt positionieren wollen. Aber es ging uns konzeptionell eigentlich darum, wie wir so einen Zustand auch in der Wahrnehmung anders organisieren können. Ja. Das ist jetzt eigentlich das letzte Projekt, das wir zeigen möchten.
Das ist im Maßstab ganz anders und ist auch für uns ein sehr ungewohntes Projekt. Das ist der Central Park in Baku. Wir haben in Baku vorher einen sogenannten Convention Park realisieren können. Das ist im Vorfeld des Konferenzzentrums von Coop Himmelblau, wo wir eine ehemalige Landminenfabrik der Sowjetunion aus der Sowjetunion bonifiziert haben. Und aufgrund dessen, das war der erste neue Park, der in Baku entstanden ist nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir wurden dann eingeladen, an einem sehr seltsamen, aber doch an einem Wettbewerb teilzunehmen für einen sogenannten Central Park, wo ein italienisches, ein deutsches und ein französisches Team teilgenommen haben. Und Sie sehen hier, das aktuelle Stadion sind 35 Hektar, das nach dem Teil, an dem wir gerade planen, dann realisiert sein wird. Und Sie sehen das sozusagen auf den Augarten draufgelegt, in welcher Größe sich das ungefähr im Vergleich bewegt. Ich möchte aber trotzdem ein bisschen über die Geschichte von Baku sagen. Dass interessant genug ist, dass deutschsprachige Ingenieure weit nach Asien hineingearbeitet haben. Das kennt man ja von anderen Regionen auch. Und auch hier ist der Corniche, also die Ufer, und dann auch in den Städten ein sogenannter Nonneplan gemacht worden. Man muss aber verstehen, dass die Zeitläufe in Aserbaidschan durchaus dynamisch waren, 3 Monate Demokratie. Es waren nämlich vorher die russischen Zaren da und dann war Sowjetunion und das Öl war aber nationalisiert. Das heißt, die Grundstücksbesitzer haben aus dem Profit vom Öl die Stadt qualifiziert. Das ist die Altstadt, die mittelalterliche Altstadt und das, was durchaus an Paris gemahnen mag, in dem Rasterviertel gibt es Oper, gibt es Museum, Gymnasien, alles, was man sich aus dem 19. Jahrhundert vorstellen kann, wurde aus eigener Kraft durch das Öl gewonnen. Ist ja auch interessant, dass Alfred Nobel hier die Villa Petrolia gehabt hat, denn er hat auch hier einen großen Wirkungsbereich gehabt. Und wir haben also hier aufgesetzt auf einen Stadtplan, der durch diese Arbeiten aus den 20er Jahren schon gewissermaßen vorkonditioniert war. Aber in der Sowjetunion haben sich also hier die sogenannten Sowjetski, das sind so, man müsste vorsichtig sagen, homemade Siedlungsbauten der Ölarbeiter entwickelt gehabt. Und die Stadt war interessiert, hier weiter nach vorne zu kommen. Und es ist also heute durch Präsident Ali, aber sein Vater war Architekt, durch den früheren Präsidenten eine starke architektonisch innovative Idee, eine Hochhausstadt geworden. Also 127 Hochhäuser in der Zeit, wo wir gearbeitet haben, konnte man hier vom Maiden Tower zählen, die hier rundum entwickelt sind. Die Leute brauchen Luft, sie brauchen einfach Parkanlagen oder Grünanlagen oder wie immer wir städtischen Raum nennen wollen. Das ist eine heiße Stadt, das ist eine Stadt, die im Sommer weit über 40 behaupte ich jetzt mal gerade auch haben kann. Und im Winter ist es windig und kalt und es gibt ab und zu sogar Schnee. Es ist also so, dass es waren zwei Familien, Nobel und Gulbenkian, die hier als erster Platz der Welt überhaupt Erdöl gefördert haben. Und dieser Raster ist eigentlich aus dem 19. Jahrhundert ursprünglich. Und wie die Maria schon gesagt hat, diese Siedlung aus der Sowjetzeit ist in den Augen des jetzigen Regimes ist das mit Armut verbunden. Sie wollen das unbedingt abreißen. Wir fanden das eigentlich zur Gänze, so wie es geplant war, keine so tolle Idee. Aber es bestand keine andere Möglichkeit. Und am Schluss, und das finde ich eigentlich ganz schön, dass wir es überzeugen konnten, dass man das zur Gänze als Freiraum nutzt. Und dort nicht diese mittelhohen Hochhäuser baut, wie Sie das in Bildern jetzt gleich sehen werden. Aber das ist eben nicht in einem Stück so entstanden, sondern wir haben, kannst du mir das kurz geben? Ich zeige noch, das ist die Munitionsfabrik gewesen. Das ist das Konferenzcenter von Coop Himmelblau. Ja. So. Was nämlich interessant ist, das ist sozusagen die Altstadt von Baku. Und der erste Entwurf, wo dieser Wettbewerb gemacht wurde, war für diese Fläche. Ja? Da gab es am Rande noch eine vorsichtige Bebauung. Das wurde dann
verworfen, beziehungsweise aus welchen Gründen auch immer ist das nicht auf einmal, ging man das nicht auf einmal an, sondern seltsam in Stückweise. Und es ist dann eigentlich so entstanden, dass dieses, vielleicht zeige ich das nochmal, dieses mittlere Stück, ja. Also, die Straße musst du rauf. Ja. Wo ist das? Nein, wieder zurück. Warte mal. Dann gehen wir da zurück. Ja, genau. Zeigst du nochmal die Straße, wo das sozusagen ja, diese beiden. Also, also man hat die Straßenbaubehörde hat eine zweimal vierspurige Autobahn gebaut, während der Auftraggeber überlegt hat, wie dieser Park eigentlich sein sollte, mitten durch diesen Park. Wir wussten, dass das eine wichtige Verkehrsrelation ist, hatten in unserem Projekt eine entweder eine Untertunnelung oder eine Art canyonartige Führung vorgesehen gehabt und etwas knappere Straße. Sie haben aber parallel dazu, unabhängig vom Finanzministerium, dieses Ding schon gebaut. Und dann nach 2 Jahren wurden wir wieder gerufen. Also wir hatten sozusagen vor, auf einer flachen Fläche, die etwa doppelt so groß war, also nicht flachen, sondern einer leeren Fläche. Das Ganze ist in 10% Steigung, das ganze Gelände. Und es entstand plötzlich diese beiden Stadtautobahnen vorhanden. Sie haben rechts die Moschee. Und links oben ist jeweils das Nationaltheater. Der Tiefpunkt ist hier das Nationaltheater und da geht es bergauf, recht steil. Und diese Moschee, die an und für sich aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts ist, sollte jetzt kombiniert werden. Und das gibt noch dazu dem Ganzen einen ganz besonderen Akzent, dieser Klammer. Und zwar ist das eine Hochgarage. Also jetzt, Moment. Also gut. Wir sind noch da. Also diese zwei Straßen, die gebaut wurden, also wir konnten jetzt diese drei Zungen sozusagen beplanen. Die sind 500 Meter lang und 70 bis 85 Meter breit. Es gab aber keine Möglichkeit, die zu queren. Also das war nicht vorgesehen und das wollten sie auch nicht. Und da fanden wir, also das ist schon ein Problem. Und es hat sich dann irgendwie, konnten wir es überzeugen, dass man hier vielleicht eine Brücke baut, einen Platz und dann hat sich allmählich entwickelt, dass man vor dieser Moschee auch noch einen Moscheengarten machen könnte. Denn unterirdisch war hier im Hang hinein eine Tiefgarage vorgesehen. Also durch die Hanglage haben sich da mehrere. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist bei diesem Projekt zu erwähnen, wir arbeiten hier in einem äußerst autoritären Regime, um nicht zu sagen in einer Diktatur. Es gibt enorme Sachzwänge. Und was uns dabei immer noch leitet, ist, dass wir etwas machen, das allen zugutekommt. Ja? Das immer noch viel, viel besser ist, als das, was irgendwelche Investoren dorthin stellen würden. Aber das muss man sich so vorstellen, dass man zum Beispiel in diesem Teil, in diesen drei Streifen, wollte man zunächst keinerlei Spielgelegenheiten haben für Kinder. Wir haben gesagt, das braucht man nicht. Jetzt zeigt den Plan. Ja, ja. Also wir haben, dieser Bereich, den wir jetzt nicht nach... Mit dem Ivan Rinaldi und mit der Ivana Kukirkova, der Ivan ist heute da, aber die Ivana ist leider verhindert familiär, das stemmen können. Und das ist natürlich Telefax oder E-Mail oder hinfahren oder herfahren. Telefax? Also nichts Telefax. Okay. Telefax verwenden wir nicht. Ohne Janosch Diplomatie wäre es nichts geworden. Es ist eigentlich, das ist bedauerlich zu sagen, aber man hat das als Frau dort natürlich viel schwerer. Das ist einfach so. Aber was auch für uns interessant war, das ist natürlich ein muslimisches Land, aber es ist eine laizistische Tradition als Ergebnis der Sowjetunion. Ja? Also das schafft schon eine ganz spezifische Gegebenheit. Und wir haben das jetzt einmal nicht nach klassischen Funktionen, sondern eher nach landschaftsräumlichen Aspekten geordnet, in dem dann sehr wohl auch das stattfinden konnte, was sie zunächst als Funktionen nicht haben wollten. Und während wir das gebaut haben oder geplant haben, hier sehen Sie noch einmal den Schnitt. Und ich wollte noch mal auf dieses Bild zurückgehen, weil das ist ganz wichtig. Die Herausforderung bestand eigentlich darin, wenn Sie zwei so vierspurige Autobahnen haben, wie schaffen Sie einen relativ ruhigen Raum? Ja? Das heißt, wir haben die Topografie daraus gebaut, was die an Aushub für die Straße verwendet haben. Das lag sozusagen noch auf der Seite. Ja? Und haben das aufgeschüttet und haben so Nischen geschaffen, die bis zu, also diese Hügel, die randlich sind bis zu 1,80 Meter höher.
Man kann das natürlich nicht völlig ausblenden, aber in der Wahrnehmung haben Sie das Gefühl, dass Sie in einem geschützten Raum sich befinden. Da sehen Sie das im Schnitt, die zwei Straßen, die hier durchgehen. Sie sehen dann, das obere Bild zeigt, wie das ausschaut, wenn das aufgeschüttet ist. Sie sehen dann sozusagen aus dem Park, sehen Sie die Straße nicht. Also diese visuellen Tricks, man sieht aber schon das Bauwerk von dem Moscheevorplatz und jetzt kommen gleich die nächsten Bilder. Ja, das ist jetzt einmal der Gesamtplan. Sie sehen hier im unteren Bereich diese eben erwähnten drei Streifen und während wir das gebaut haben, hieß es auf einmal, wir können diesen oberen Bereich haben. Ja? Und dort haben wir dann sozusagen in einer Kette haben wir unterschiedliche Spielplätze für die Kinder situiert. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Nein, das vier ist erst ist das obere. Entschuldige, jetzt habe ich zu zählen vergessen. 4 ja. Und 5 ist in Planung. Okay. Die Anlagen von großen Spielanlagen sind deswegen nötig, weil auch hier das Gruppenspiel, der Sport, eine enorme Bewegungsfreude wichtig ist. Also Sie sehen, wir haben diesen Entwurf gemacht und dann sind wir 2 Jahre lang, hat uns kein Mensch kontaktiert und plötzlich haben wir gesagt, es geht weiter und dann hat es so ausgeschaut wie das mittlere Bild. Also das ist die Situation vorher, was Sie oben sehen. Es sind keine Slums, das ist ganz wichtig zu sehen, aber es ist sozusagen politisch ist eigentlich nichts zu machen. Das wollen Sie absolut abreißen. Und dann hatten wir diese vierspurigen Straßen. Es ist eigentlich ein Kreisverkehr, ein riesiger Kreisverkehr, ja. Also auch als Kreisverkehr zu verwenden. Ja, danke, dass es dir auffällt. Aber die sogenannte autogerechte Stadt, wir hier in Europa denken natürlich in Kategorien, wie kriegen wir das überhaupt in die Zukunft alles. Und hier ist eine Gesellschaft zwischen dem Iran, zwischen Russland und der Türkei. Und ich würde so sagen, wenn ich das hier so sagen darf, die Türken sind die Amerikaner, das sind die Bauinvestoren. Das, was wir hier an Hochhäusern sehen, internationale Wettbewerbe. Wir haben viel mit Hoffmann-Jans gemacht, denen wir auch alles verdanken, was hier möglich war. Aber dann kommt auf einmal diese Straße, weil hier geht es an den Stadtrand. Und hier ist am Abend Stau gewesen. Und diese große Straße haben die durch die Stadt gebaut, um eine Peripherie zu erreichen. Also diese Sachzwänge sind natürlich auch eine enorme Herausforderung, weil Dinge, die bei uns Jahre dauern in der Entscheidung, passieren dort quasi in 2 Wochen. Ja? Und dann passiert lange Zeit wieder nichts. Und Sie müssen aber sofort reagieren. So ja. Schaut das jetzt aus. Sie sehen das Nationaltheater, vor dem wir auch den Platz gestaltet haben. Das ist der Moscheengarten, über den wir gerade gesprochen haben. Diese Wegführung ergibt sich natürlich aus der Topografie, weil sie natürlich behindertengerecht hinaufkommen müssen. Also unsere Arbeit hat ab dem Nationaltheater begonnen, aber man sieht schon, dass es ehemals so einen gewissen Hang zur Hauptachse gegeben hat. Und die haben wir durch diese Schlängelführungen durchaus konterkariert. Und hier oben gibt es eine mutige gläserne Rampentreppe, die also da über die Rampenbrücke, sorry. Und hier den Waldpark, der jetzt schon fertig ist, ist eine... Nein, das ist wichtig. Also es gibt einerseits diesen sozialen Anspruch und dann war es schon wichtig, hier auch ökologisch etwas zu bewegen. Und dieser obere Teil, den die Maria angesprochen hat, da wollten wir einen Waldpark machen und haben jetzt, vielleicht sieht man das noch in dem anderen, Sie sehen das jetzt oben, diesen Teil. Da haben wir jetzt 3000 Bäume gepflanzt. Das sind natürlich sehr junge Bäume. Die ersten Bäume, die wir hier im Zentralpark gemacht haben, kamen noch zum Teil aus Italien und der Türkei, weil sie überhaupt keine eigenen Baumschulen haben. Das hat sich dann jetzt geändert und jetzt nehmen wir zwar sehr kleine, aber doch heimische Bäume. Das hat natürlich auch mit dem Klima zu tun, dass man hier in einer ariden Zone, das sind die turkmenischen Landschaften, ganz eigenes Pflanzenwelt hat. Und vorher habe ich gehört, das könnte ausschauen wie ein Gemälde, aber es ist ein Luftbild. Also das liegt jetzt sozusagen zwischen einem dieser
Stadtautobahnen und der Siedlung, die noch vorhanden ist. Wir haben natürlich versucht, hier zumindest einige Häuser zu erhalten, aber es war absolut unmöglich. Ja, das ist diese Brücke, die Rampenbrücke, die über die Straße führt. Das ist der Platz, der über den Straßen liegt. Was hier ganz wichtig ist, also wir können hier nicht irgendwelche ausgefeilten Details machen. Das ist einfach nicht möglich. Die realisieren das in der Form nicht. Wir haben einen türkischen GU und müssen froh sein, wenn der, er kann Beton und das kann er einigermaßen, aber auch nicht so, dass er zum Beispiel, man kann die Betonböden, man kann sie nicht, alles extra entworfen. Ja, ja, schon, also. Aber es ist wirklich schwierig, aber man muss sich dem anpassen. Jedenfalls die Bäume auf der Treppe, das ist schon so ein Detail, wo wichtig ist Schatten. Und dass man eben die öffentlichen Räume heute auch als Schattenräume planen sollte. Deswegen hier auch die Bäume mit Absicht auf den Podesten. Ja, das ist eine solche, wir haben das Sunken Field genannt, Sie haben also links und rechts diese Topografie. Das wird in einer Weise genutzt, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja? Das ist wirklich intensivst und das... ist wirklich ein Bedarf danach. Das, glaube ich, ist das Schöne, dass wir etwas anbieten können, das es vorher in der Form nicht gegeben hat. Und auch das Publikum, das das nutzt, ist dermaßen durchmischt. Ja? Das ist quer über die sozialen Schichten. Also vielleicht kennt das jemand aus turkmenischen Ländern, dass es fürs Freie immer so hochgesetzte so Sitzbetten gibt, die man mit Pölstern ausstattet. Und dass man gemeinsam, ob das jetzt Wasserpfeife oder Picknick ist, solche Häuschen in der Strand, auf den Landstraßen hat, also dass auch die Autofahrer, wenn sie Picknick machen, an einem langen Tisch gemeinsam sitzen. Und diese Kulturen wollten wir unbedingt nach vorne bringen und auch, dass hier die Familien hier wiederum an solchen Möbeln Freude haben. Das ist dieser Platz, der oben über, dem, über der Autobahn entsteht, in dem es dann diese Pflanzflächen situiert sind. Ja, das sind die Sportplätze, die Spielplätze, die wir dort geschaffen haben. Das sind auch für österreichische Begriffe enorm große Spielplätze. Klettergeräte. Jönsl macht selber Ballspiel. Ja, Jans macht ein bisschen was, aber eigentlich fast nichts. Na, wir haben natürlich nicht also das mit ist alles Projekten, nicht von Ihnen. Nein, gar nicht. Franz Jans arbeitet auch an anderen Projekten in der Region. Aber das war schon also in von diesem der Projekt Brückenbauwerke und so weiter von fast ihm. Nichts gemacht. Die, jetzt aber. Ja, das ist jetzt der große Moscheengarten. Die Idee aus Stauden, graulaubigen, immergrünen Gehölzen, wie es jetzt der Lavendel vielleicht das kleine, also die Farbigkeit dieses Plans hat etwas mit den Blühfarben zu tun, aber es geht um einen Wandelgarten. Also religiöse Orte und auch die Vorhöfe von den Moscheen sind ja Plätze der Begegnung, aber im ruhigen Gespräch. Es gibt eine langgestreckte Wasserfläche und es gibt in der Mitte eine quadratische Wasserfläche. Da zieht sich hier ein Wasser durch, hier ist eine Wasserfläche. Und diese Brückchen und diese Verknüpfung, dass man eben nicht über die Diagonale schnell drüber kommt, sondern hier in leisen Gesprächen sich vielleicht auch begegnen kann, war die Idee. Also wir haben hier einen Formalgarten dazwischen gesetzt. Das ist natürlich eine Zäsur. Es war eine ziemliche Aufgabe, diese säulenförmigen Zypressen auch hier windstark zu machen. Baku heißt Stadt der Winde, Straßenbäume alle ein bisschen so. Das heißt, hier gibt es auch technischen Hintergrund, wie kriegt man das und die Farbigkeit, also da deswegen auch vorher die Zeichnung so, sollte in so Rosé-Blautönen, lila, also violette Farben. Und das ist jetzt eine Farbe Hochsommer, was man hier sieht. Da gibt es im Frühjahr ganz andere. Ja, das ist dieser Waldpark, der gerade fertig geworden ist. Da haben wir eigentlich noch keine Fotos. Aber Sie sehen in dem Plan auf der linken Seite, also das sind insgesamt knapp 3000 Bäume, von denen sehr viele immergrün sind. Das ist für Sie sehr wichtig. Und es gibt eine zentrale Spange, so eine Art Boulevard, der hier durch den Wald führt. Und es gibt natürlich diese geschlängelten Wege. Und auf der Treppe wieder ganz viele gepflanzte Bäume auf den Podesten. Und wir hatten gedacht, Sitzgelegenheiten, aber die Picknickorte extra.
keine Cola-Dosen. Das ist jetzt so ein Gazebo, es gibt hier mehr davon jetzt und in der neuen Stufe gibt es noch mehr. Also das hat sich dermaßen bewährt. Das ist ein sehr beliebter Ort. Ja, wir wollten zum Abschluss noch zwei Seiten zeigen. Was hier gelungen ist, glaube ich, eine Art Lebensgefühl zu schaffen, das es vorher in der Weise nicht gab. Es gibt diese so irre Autobahn, drüber gibt es die Brücke und plötzlich entsteht wie so ein Kokon eine Situation, wo man sich wohlfühlen kann. Das ist kein Sonntag, sondern ein ganz normaler Tag, wo man am Abend... Es ist unglaublich, wie das bevölkert ist. Ja, das ist die letzte Seite. Also das macht es für uns eigentlich schön, trotz der Kompromisse, trotz der politischen Situation, trotz der unglaublichen Sachzwänge, dass man wirklich etwas bewegen kann für die Menschen dort. Typologisch, glaube ich, ist es ganz schön. Im Detail ist es oft zweifelhaft. Vielen Dank. Gratulation, vielen Dank. Was mich interessieren würde, wie ist da die Kommunikation? Wer ist euer Gegenüber? Und auch es ist diese, so, wir haben diese riesigen Themen, es gibt, flächenmäßig. Und, ja, es und, gibt und, zum Beispiel das Erste, ist, es gibt keinen Projektsteuerer. Ja? Das ist ein Vorteil. Es gibt zwar, also, es gibt irgendjemanden, ein Projekt ohne Projektstörer ist. Es gibt jemanden, der ein Engländer, der quasi so ein Freund vom Auftraggeber ist, das ist der Sekretär im Finanzministerium, Sekretär vom Minister. Mittlerweile haben sie eine gemeinsame Firma. Also es gibt nicht jemanden, der so quasi objektiv dazwischen wirkt, aber wir müssen uns daran gewöhnen, dass auch die Wünsche sich ununterbrochen ändern. Ja? Also es gibt kein, der klassische Ablauf, wie wir es gewohnt sind, das ist einfach nicht da. Ja, aber es gelingt ja offensichtlich so viel. Ja, also, das liegt zum Teil daran, dass wir, also wir haben einen ukrainischen Kollegen, der bei Hoffmann Jans arbeitet und der eigentlich die Clearingstelle ist. Mhm. Ja, weil der spricht gut Russisch und ich verstehe ein bisschen Russisch, also wir konnten über diesen Gesprächen das doch irgendwie so machen, dass man nicht ganz geheim sozusagen die Dinge ablaufen. Und ja, die Pläne sind auf Englisch und Russisch. Und also, es gibt einen türkischen GU, das wollte ich noch sagen, der unglaublich heruntergehandelt wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, der arbeitet für den Auftraggeber zu Preisen, Nein, das ist aber schon wichtig, weil das ist für uns ein enormes Problem. Ja? Wir entwerfen etwas, wir suchen bestimmte Dinge aus und dann gibt es zum Beispiel ein Budget, das auf einmal um ein Drittel weniger ist. Ja? Und trotzdem muss man damit irgendwie noch leben und es kann etwas entstehen. Sicherlich ist die Stadtgesellschaft von Baku was Eigenes, noch einmal anders wie vielleicht die anderen Städte oder Regionen. Aber das Ganze hat einen großen Anspruch auf Modernität und Vergleichsbeispiele. Und weil vorher sein Schlusswort zweifelhaft war, wollte ich noch ein bisschen, also keine Zweifel, wir hatten das Glück, dass wir auch beim ersten Projekt einen walisisch, also aus England kommenden Projektkoordinator hatten und mit der Zeit ist erst aufgefallen, Moment, wir brauchen ja ein Management der Pflege und Erhaltung. Das ist ja nicht getan mit Bäume in den Boden tun. Im ersten Jahr das sind ist, Bäume vertrocknet. Also, oder das ist so passiert, so, dass der Koordinator selber eine Firma gegründet hat. Und die Pflege übernommen hat. Das heißt, es gibt natürlich in dem Sinn keine Kontrolle mehr, aber es läuft etwas besser. Aber das heißt, wir können nur sagen, jeder, der die Fotos von Instagram kennt, es ist jeder Bauplatz verschieden, es ist jede Auftraggebersituation verschieden. Und was wir hier erlebt haben, wir erzählen keine Märchen aus 1001 Nacht, sondern das lernt man dann, dass wir das Glück haben, über Zoom-Konferenzen, übers Telefon manches zu tun. Und ich habe ihn im Büro laut schreiend erlebt, geschimpft hat er wie ein Rohrspatz und es hat geholfen. Nein, es hat ja keinen Sinn, hier jetzt irgendetwas darzustellen, was nicht stimmt. Es ist wahnsinnig schwer, aber es ist sehr schön. Und wie oft seid ihr dort? Am Anfang waren wir öfter dort, jetzt seit der Pandemie waren wir eigentlich nicht dort. Vielleicht fahren wir jetzt später im Frühjahr wieder mal hin. Toll. Wer hat denn Fragen, Beiträge, ja, Ideen? Herr Brassi, Sie schauen so.
Wir haben natürlich jetzt viel geredet und danken fürs Zuhören. Ja, war sehr konzentriert, war sehr konzentriert. Grün braucht Zeit, hat der Hans Gangoli letztens gesagt. Und ihr habt sehr wenig gebraucht. Ja, das ist jetzt vielleicht nur eine Botschaft, die wir hier in Wien auch gerne bringen wollen, wenn wir schon die Chance haben, unsere Arbeit zu zeigen. Und wir wollen uns natürlich auch, dass ja ein bisschen so wie ein Heimspiel ist, da habe ich ja in der Zentralvereinigung viele Jahre mit euch Arbeit im Vorstand. Wir müssen wirklich von der Programmierung auf zukünftige Konstellationen kommen. Wie kommen wir in der Bauwirtschaft? Wie geht das überhaupt weiter? Da, glaube ich, gibt es eine große Unruhe. Da gibt es viele Dinge, die jetzt auch überschlagen oder vielleicht überinterpretiert werden. Dieselben Auftraggeber, die uns vielleicht mit solchen Besenstangerlbäumen vor Jahren was lassen, kommen jetzt, es kann nicht grün genug werden. Und da muss man mit Maß und Ziel. Also wir arbeiten für das Schöne. Janosch sagt immer, wir sind die Agenten des Schönen. Aber wir müssen auch weiterkommen mit der Stadtgesellschaft. Und da gibt es so viel auch hier zu tun, dass ich halt allen auch Freude und an der Arbeit Begeisterung wünschen will. Ja, der Johannes. Ich hätte eine Frage. Ihr zeigt vor allem also städtische Räume. Ja. Wollt ihr vielleicht eine Äußerung zum Thema Landschaft? Und wir haben ja hier in Österreich eine extreme Landverbrauch und Landschaft an sich ist sehr unter Druck. Habt ihr da auch ein Statement in diese Richtung? Da kann ich was sagen. Ja. Also wir haben ja Sachen gezeigt, die wir machen konnten. Und wenn man nicht gefragt wird, kann man leider seine Meinungen nur im Gespräch äußern. Und das ist genau der Punkt. Österreich hat ein enormes Potenzial an Qualitäten und zugleich den Landverbrauch. Ich meine, es ist doch interessant, dass einer der wichtigsten Sprecher in Österreich der Chef der Hagelversicherung ist. Der spricht, was Sache ist und nicht irgendwelche sogenannten, sage ich mal, Fraktionen, politische Parteien, was immer. Wir müssen davon ausgehen, dass wir zu lange nichts getan haben und dass wir in der Flächenversiegelung, in den kleinen Gemeinden, in der Flächenwidmung, in der Entwicklung am Bodenverbrauch haben, wo alle wissen müssen, es wird spät. Ich durfte teilnehmen an einer Arbeitssitzung zum Thema Agrovoltaik, also vielleicht kennt jemand dieses schöne, nette Wort, aber wenn wir umstellen wollen auf Photovoltaik Österreich, dann würden wir 5-mal die Fläche von Wien brauchen, hat der Vortragende von der BOKU erzählt. Wo stellen wir denn das hin? Entlang der Autobahnen, auf alle Kirchendächer, wo geht das alles hin? Also es hat schon etwas mit Landschaftsästhetik zu tun, was wir machen, aber leider ist es nicht so, dass wir jetzt dazu die großen Beiträge bringen können, sonst hätten wir es ja heute herzeigt. Wir arbeiten natürlich an Gutachten und wir haben das Glück gehabt, in Flächenwidmungsteams zu arbeiten. Und wo das geht, muss es einfach eine Qualifizierung der Orte werden, um die es, glaube ich, für die Zukunft geht. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu ernsthaft. Sollen sich eigentlich auch alle am Abend freuen und nach vorne schauen. Ja, du hast ohnehin so einen fröhlichen Touch heute, was Tolles. Ich glaube, das war's. Vielen Dank nochmals. Danke euch. Das hast du wirklich doch.